Herzlich willkommen bei Pharmalogisch. Im letzten Video habe ich euch erklärt, was man unter Enantiomeren versteht. Solltet ihr das verpasst haben, verlinke ich es euch hier, schaut euch das vorher noch an. Heute geht es darum, was hat das für eine Auswirkung auf die Synthese von Arzneistoffen? Warum ist das eventuell wichtig, ob ich das ein oder das andere Enantiomer oder eine Mischung von beiden verwende? Bis gleich! Damit ein Wirkstoff eine Wirkung erzielen kann, muss er im Körper ja an seine Zielstruktur andocken. Und ihr habt jetzt schon das ein oder andere Mal gehört, wie so ein Rezeptor ausschaut und wisst, dass das eine komplexe chemische, strukturelle Sache ist. Also so ein Rezeptor, ja, hat einen ganz komplizierten Aufbau. Und da leuchtet es schon ein, dass der Wirkstoff eine ganz bestimmte Form haben muss, dass er an diesem Rezeptor andocken kann und dann tatsächlich eine Wirkung erzielen kann. Und da kann man sich auch vorstellen, dass es einen Unterschied macht, ob ich das eine oder das andere Enantiomer als Wirkstoff einsetze. Es kann also unter Umständen sein, dass ein Enantiomer eine super tolle Wirkung hat und das andere überhaupt keine. Muss nicht sein, aber kann sein. So, das schon mal so als Fakt 1 im Hinterkopf. Fakt 2, wenn ich einen Wirkstoff synthetisiere, dann entsteht normalerweise erstmal ein Enantiomeren-Gemisch, also ein Racemat. Ich habe nach der Synthese sowohl die eine Enantiomerform als auch die andere Enantiomerform in meiner Ausbeute. Und wenn ich jetzt Enantiomeren rein synthetisieren will, also wenn ich nur noch ein bestimmtes Enantiomer haben will, dann muss ich entweder kompliziert an der Synthese was ändern, viel wahrscheinlicher aber hinterher dieses Racemat auftrennen. So oder so ist es nochmal ein weiterer Schritt, der nicht so ganz einfach ist, der Zeit kostet und der damit auch Geld kostet. Das heißt, es macht Sinn, sich wirklich genau zu überlegen, wie viel effektiver ist mein Arzneimittel, wenn ich es Enantiomeren rein produziere. Lohnt sich das oder ist das Quatsch? Reicht es auch, wenn ich das Racemat nehme? So, da können wir uns einfach mal verschiedene Beispiele angucken. Beispiel Citalopram. Seit einigen Jahren gibt es neben dem Citalopram, das das Racemat enthält, auch das S-Citalopram. Ich hatte euch erklärt, es gibt die R- und S-Nomenklatur. Und damit man es besser aussprechen kann, hat man beim S-Citalopram noch das E mit dazugenommen. Es ist aber einfach gemeint, das S-Enantiomer vom Citalopram. Und da hat man in diesem Fall erreicht, dass man mit diesem Wirkstoff eine höhere Wirksamkeit hat, ihn somit niedriger dosieren kann und somit entsprechend weniger Nebenwirkungen hat. Also das war mal eine sinnvolle Einführung eines Enantiomers als Arzneistoff. Das Gleiche gibt es zum Beispiel gerade beim Cetirizin. Cetirizin ist das Racemat. Und Levocetirizin ist das L-Enantiomer. Das habt ihr schon mal öfter bei anderen Wirkstoffen gehabt, bei L-Dopa zum Beispiel oder bei L-Tyroxin. Man kann es entweder mit dem einfach nur dem Buchstaben L und Bindestrich abkürzen oder man kann es ausschreiben als Levo. Gemeint ist genau das Gleiche, das L-Enantiomer dieses Wirkstoffs. Auch hier ist es so, dass man den Wirkstoff deutlich niedriger dosieren kann. Also das Levocetirizin ist deutlich effektiver als das Cetirizin. Aber die Nebenwirkungen, das Nebenwirkungsprofil hat sich jetzt nicht wirklich verändert. Also auch Cetirizin hatte ja keine heftigen Nebenwirkungen. Und Levocetirizin ist da jetzt auch keine grandiose Verbesserung. Also da kann man sich fragen, ja okay, ich nehme zwar weniger Wirkstoff, beim Cetirizin sind es 10 Milligramm, beim Levocetirizin 5 Milligramm. Aber ansonsten finde ich den Nutzen jetzt nicht so grandios überzeugend. Noch eine ganz andere Überlegung. Es kann zum Beispiel sein, dass ich zwar ein einzelnes Enantiomer als Wirkstoff schlucke, aber im Körper wird es so metabolisiert, dass ich dann doch wieder das Racemat vorliegen habe. Da wäre es also vollkommener Quatsch, wenn ich mir vorher die Arbeit mache, da ein Enantiomer zu synthetisieren, wenn der Körper dann gleich wieder das Racemat draus macht. Das wäre zum Beispiel beim Thalidomid der Fall. Es war ja eigentlich naheliegend, vom Thalidomid nur noch das eine Enantiomer zu produzieren, das eben nicht fruchtschädigend ist. Aber diese Idee klappt nicht, weil der Körper eben aus diesem einen Enantiomer zack wieder ein Racemat macht. Es gibt noch ein zweites Wirkstoffbeispiel und das konnte ich mir gerade nicht merken. Ich muss eben spicken.
Das war neben dem Thalidomid noch das Dexibuprofen. Ibuprofen kennen wir alle als Mittel gegen Schmerzen und gegen Entzündung. Und auch da gibt es das D-Enantiomer auf dem Markt. Auch dieses D kann man wieder ausschreiben als Dex. Und auch Dexibuprofen wird im Körper wieder in das Racemat Ibuprofen überführt. Nicht so arg sinnvoll, dass da überhaupt dieses Enantiomer ein reines Mittel auf dem Markt ist. Noch eine weitere denkbare Möglichkeit ist, dass der Wirkstoff, den ich einnehme, nur ein Prodrug ist und das im Körper in die eigentliche Wirkform überführt wird. Und da ist es dann auch nicht so super wichtig, welches Enantiomer ich da nehme, weil das, was am Schluss wirken soll, wird eh noch neu hergestellt. Da wäre zum Beispiel das Prasugrel ein Beispiel. Und auch da hatte ich ein zweites und auch da muss ich wieder spicken. Ja, war gar nicht so weit weg, das Clopidogrel. Also Clopidogrel und Prasugrel sind als Prodrugs selber wirkungslos, werden im Körper aktiviert. Und auch da wird es keinen Sinn machen, sich vorher irgendwie über den Enantiomere Gedanken zu machen. Also ihr merkt schon, es spielen da verschiedene Faktoren mit rein und einen wollen wir auch nicht ganz unerwähnt lassen. Wenn jetzt so ein pharmazeutisches Unternehmen ein Enantiomer als Wirkstoff auf den Markt bringt, dann ist das eine Neuzulassung. Das heißt, diese Firma kriegt das Patent auf dieses enantiomerenreine Gebilde, auf diesen neuen Wirkstoff. Ja, und hat damit einfach höhere Marktanteile. Also es kann unter Umständen auch ein wirtschaftlicher Gedanke dahinter stehen, dass man halt einfach mit auf den Markt kommen möchte und auch was von dem Kuchen abhaben will. Für so eine Neuzulassung braucht es natürlich klinische Studien, die nachweisen, dass das einen Verbesserungseffekt hat, dass da irgendein Sinn dahinter steckt. Und auch da muss man aber wieder sagen, dass das, was in den Studien rauskommt, manchmal nicht so ganz mit der Praxis zusammenpasst. Gucken wir uns mal das Omeprazol an. Auch da gibt es seit einiger Zeit das Esomeprazol, also das S-Enantiomer. Und wenn man sich's anguckt, die Dosierungen, die Nebenwirkungen, also sämtliche Faktoren so rund um den Wirkstoff, die sind nicht wirklich unterschiedlich. Also da kann man so von außen jetzt nicht wirklich erkennen, welcher Benefit hat sich denn ergeben durch die Bildung dieses Enantiomers. Also Fazit, es ist wie fast immer im Leben, es gibt keine eindeutige Antwort. Manchmal macht es Sinn, sich um einen enantiomerenreinen Wirkstoff zu kümmern. Manchmal macht es überhaupt keinen Sinn. Und manchmal bewegt man sich irgendwo so in der Mitte und es macht halt unter manchen Aspekten Sinn und unter anderen eher weniger. Da muss man dann abwägen, was überwiegt. Aber zumindest wisst ihr jetzt, was ist ein Enantiomer und wie ist der Zusammenhang mit Arzneimitteln? Warum kann es dann manchmal doch sinnvoll sein, dass ich eben nur das eine Enantiomer verabreiche? Danke, dass ihr mir zugehört habt. Wir sehen uns nächste Woche wieder.